In dem Bild sieht man vier verschiedene Szenen. Erst oben links, ein junger Mann sitzt auf einem roten Sofa und hält einen Baseballhandschuh. Er trägt ein weißes Baseballtrikot und weiße Hosen. Neben ihm sitzt eine Frau. Im Hintergrund läuft ein Baseballspiel im Fernsehen. Der Satz dazu lautet: "Nein, ich habe es von meinem Vater gelernt. Baseball war sein Lieblingshobby." Der junge Mann scheint nachdenklich und vielleicht ein bisschen nostalgisch zu sein. Zweit Oben rechts: Eine Baseballmannschaft hat die Meisterschaft gewonnen. Die Spieler tragen rote und weiße Trikots und sitzen auf dem Rasen, posieren mit einem Pokal und lächeln glücklich in die Kamera. Der Satz dazu lautet: Die Baseballmannschaft hat die Meisterschaft gewonnen. Die Stimmung ist fröhlich und siegesfreudig. Dritt, unten links: Ein Gemälde an einer Decke zeigt eine aufwendig gestaltete Szene, die an die Deckenfresken in der Sixtinischen Kapelle erinnert. Der Satz dazu lautet, ein Italiener hat diese Gemälde an die Decke gemalt. Es gibt keine sichtbaren Personen, aber das Kunstwerk selbst ist beeindruckend und detailreich. 4. Unten rechts. Der gleiche junge Mann aus dem Bild oben links sitzt wieder auf einem roten Sofa, diesmal mit einer älteren Frau, die elegant gekleidet ist. Sie tragen beide entspannte Kleidung. Der Mann trägt ein Baseballtrikot und die Frau ein weißes Outfit. Sie scheinen ein Baseballspiel im Fernsehen zu schauen. Der Satz dazu lautet, Herrn Tanakas Mannschaft hat letzte Woche die japanische Baseballmeisterschaft gewonnen. Die Stimmung ist entspannt und erfreut. Zusammengefasst zeigen die Bilder verschiedene Szenen rund um das Thema Baseball mit unterschiedlichen emotionalen Zuständen von Nostalgie bis hin zu Freude und Entspannung. Image, you can see four different scenes. One, top left, a young man is sitting on a red sofa holding a baseball glove. He is wearing a white baseball jersey and white pants. Next to him is a woman. In the background, a baseball game is playing on the TV. The accompanying sentence reads, No, I learned it from my father. Baseball was his favorite hobby. The young man seems thoughtful and perhaps a bit nostalgic. Two, top right, a baseball team has won the championship. The players are wearing red and white jerseys, sitting on the grass, posing with a trophy, and smiling happily at the camera. The accompanying sentence reads The baseball team has won the championship. The mood is cheerful and triumphant. Three, bottom left, a painting on a ceiling shows an intricately designed scene reminiscent of the frescoes in the Sistine Chapel. The accompanying sentence reads An Italian painted these murals on the ceiling. There are no visible people. But the artwork itself is impressive and detailed. 4. Bottom right, the same young man from the top left image is again sitting on a red sofa, this time with an older woman who is elegantly dressed. They are both wearing relaxed clothing. The man is wearing a baseball jersey, and the woman is in a white outfit. They appear to be watching a baseball game on TV. The accompanying sentence reads Mr. Tanaka's team won the Japanese Baseball Championship last week. The mood is relaxed and pleased. In summary, the images show different scenes related to baseball, with varying emotional states ranging from nostalgia to joy and relaxation.